Hallo, wenn man in Excel große Tabellen druckt, hat man oft das Problem, dass auf der ersten Seite ist alles okay, man hat schöne Überschriften, aber dann bei der zweiten Seite hat man keine Überschriften mehr. Und wie kann man das Problem lösen? Es gibt dafür eine ganz einfache Lösung, und zwar, man geht in Seitenlayout und da ist ein Befehl, der heißt Drucktitel. Und da kann ich jetzt festlegen, hier ist der, hier, man kann hier natürlich einen Druckbereich festlegen, aber ist oft unnötig, weil Excel druckt dann nur da, wo Inhalte sind. Und hier Wiederholungszeilen oben, da lege ich jetzt fest, welche Zeilen sollen sich wiederholen auf jeder Seite. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mehr als eine Seite habe, dann sollen sich gewisse Zeilen sollen sich auf jeder Seite oben wiederholen. Ich will jetzt die Überschrift hier oben haben, also Zeile 1, dann klicke ich in diesem Feld rein und drück hier auf der 1. Dann steht hier, also Zeile 1 bis 1 wird jetzt wiederholt. Man kann es genau, wenn es eine extrem breite Tabelle ist, kann man es auch bei Spalten machen, indem man die Spalten markiert, die man immer wiederholt haben will. Aber in dem Fall brauche ich es nicht, weil ich weiß, dass meine Tabelle auf eine Seite passt. Dann mache ich das weg und dann auf OK. Das heißt, wenn ich jetzt diese Tabelle drucke, würde ich dann die erste Zeile immer auf jeder Seite kriegen. Und das können wir mal in der Druckvorschau anschauen. Die Druckvorschau ist hier ein bisschen klein. Ich werde es mal ein bisschen vergrößern, dann kann man es sehen. Jetzt sieht man hier, das ist die erste Seite. Da stehen die Überschriften hier oben. Und wenn ich dann zur nächsten gehe, stehen die Überschriften immer noch da. Okay?